Hallo, herzlich willkommen bei Katrin von Stempelzone. Ich möchte dir in diesem Video vorstellen, was du für Vorteile hast, wenn du bei Stamping Up als Demonstratorin einsteigst, und ich hoffe, du hast Spaß dabei. Ja, zuallererst einmal das Starter-Kit. Und zwar hast du beim Starter-Kit den Vorteil, dass du dir das ganze Jahr über Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen kannst und nur 129 Euro dafür zahlst. Während der Celebration, die meist von Januar bis März stattfindet, gibt es nochmal besondere Angebote, so wie es meistens im Sommer nochmal besondere Angebote gibt. Da bekommst du einfach nochmal zusätzlich Sachen zu deinem Starter-Kit dazu. Jetzt 2020, während der Celebration, ist es der Mini-Hebelschneider, die Designpapiere in 6x6, und du darfst dir ein Stempelset aussuchen, deiner Wahl, aus dem Jahreshauptkatalog oder aus dem aktuellen Mini-Katalog. Das ist schon mal ein mega geniales Angebot, wo selbst ich auch nicht Nein sagen konnte und sofort zuschlagen musste. Du bekommst dann, wenn du dich bei mir registriert hast, oder ich hoffe, du registrierst dich dann bei mir in meinem Team, 20% Sofortrabatt auf jede weitere Bestellung von dir. Solltest du den nächsten Status erreichen, das ist abhängig von dem Umsatz, den du tätigst innerhalb von einem Jahr, dann kannst du das erhöhen auf 25%. Du bekommst, was ein Mega-Vorteil für ungeduldige Menschen ist, so wie mich, alle Informationen zuerst. Du hast die Möglichkeit, die Kataloge zuerst anzusehen, noch bevor sie auf dem Markt veröffentlicht werden dürfen. Und du kannst eine Vororder tätigen, die dann weit vor dem Verkaufsstart dieses neuen Katalogs stattfindet. Und das finde ich auch nochmal super, super klasse. Du hast dann die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen von Stamping Up teilzunehmen und ganz viele andere Demonstratorinnen kennenzulernen, also Menschen, die das gleiche Hobby teilen wie das deine. Und ja, bei mir ist es zumeist so, ich komme aus Bochum, aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrpott. Und hier in meiner Nähe kenne ich einfach niemanden, der kreativ unterwegs ist, der gerne bastelt, der Karten gestaltet, Mini-Alben und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich dieses Onstage richtig, richtig cool, weil man sich da richtig gut austauschen kann. Du kommst in eine riesige Community, das ist eine weltweite Community, eine Facebook-Gruppe, wo du dann Bastelanleitungen von anderen Demonstratoren bekommst, Inspirationen, dich austauschen kannst. Also, was fällt mir da ein? Frankreich ist dabei, Österreich, Niederlande, und die USA natürlich. Dann ist es so, dass du dir als Demonstratorin je nach Umsatz auch noch weitere Flexpunkte, nennen die sich, dazu verdienen kannst. Und für diese Flexpunkte, die du einlösen kannst, kannst du dir zum Beispiel Produktguthaben einlösen und dann dir weitere Gratisprodukte sichern. Genau, alle Angebote wie die Celebration, wo man Gratisprodukte je 60 Euro Bestellwert dazu bekommt, genießt du auch als Demonstratorin genauso wie unsere Kunden. Du kannst dir, je nachdem, wie erfolgreich du bist, und nur wenn du das Ganze geschäftlich machst, ist das möglich, dir eine Prämienreise dazu verdienen. Das finde ich auch mega genial. Da will ich irgendwann unbedingt mal mitfahren. Mal gucken, wie erfolgreich das hier mit meinem Kanal wird. Ich würde mich also über jeden freuen, der mich da in irgendeiner Weise unterstützt. Es ist so, dass jetzt schon mal weitergedacht, je erfolgreicher du bist,
Und zum Beispiel gibt es da so ein Ziel, der 1 Million Euro Umsatz, den du erreichst als Demonstratorin. Und da ist es so, dass du dann zu Stamping Up in die Hauptzentrale in die USA eingeladen wirst und dort kannst du dann dein eigenes Stempelset kreieren. Das ist noch Zukunftsmusik, aber das finde ich auch mega genial. Du kannst, wie gesagt, in der Community sehr, sehr, sehr viele Inspirationen bekommen von den anderen Mädels, lernst oder Jungs, lernst ganz viele tolle Menschen kennen, die dein Hobby teilen. Und wie gesagt, die Bastelanleitung gibt es dann noch dazu. Da ist wirklich ein sehr, sehr reger Austausch, vor allem zu allen neuen Produkten, direkt mal Inspirationen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, du kannst natürlich zwei Möglichkeiten bei einer Demonstratortätigkeit. Du machst das Ganze nur für dich, um von den Rabatten zu profitieren, oder du machst es so wie ich, baust dir dein eigenes Team auf und ja, versuchst dein Hobby damit zu refinanzieren, indem du einfach für andere noch mitbestellst. In dem Fall müsstest du ein Kleingewerbe anmelden. Das ist ein Betrag von 20 bis 25 Euro, je nachdem, woher du kommst. Und dann hast du ein Kleingewerbe angemeldet, gibst zu deiner Steuererklärung noch eine Ein- und Ausgabenliste hinzu und bist dann auf der sicheren Seite. Und du hast dadurch, je erfolgreicher du das machst, mehr Zeit natürlich dann wiederum für dein kreatives Hobby, aber auch für Familie, Kinder und was du dir da so alles vorstellst. Also, wie du siehst, Demonstrator zu werden ist überhaupt nicht so schwierig. Es ist kein Risiko mit dabei, denn um aktiv zu bleiben, musst du einen Mindestumsatz erreichen. Es gibt bei Stamping Up keine Pflichten, außer eine, und das ist die Voraussetzung, um als Demonstratorin oder als Demonstrator aktiv zu bleiben. Das ist der Mindestumsatz, den du in einem Quartal erreichen, musst. Der beträgt 300 CSV, das sind ungefähr 364 Euro. Und sobald du dich anmeldest, sei es jetzt im Januar, hast du auf jeden Fall die ersten 7 Monate Zeit, das Ganze zu erreichen, denn das erste angebrochene Quartal, wo du dich anmeldest, wird nicht mitgezählt. Das Quartal, das zählt, ist dann das Quartal April, Mai und Juni. Und solltest du es bis dahin nicht erreicht haben, dann bist du noch quasi in so einem Wackelmonat. Und das finde ich richtig, richtig cool. So dass es eigentlich gerade in der Anfangszeit relativ einfach ist, aktiv als Demonstratorin zu bleiben, auch wenn du das nur zum Eigenbedarf machst. Was wollte ich jetzt noch sagen? Falls du das nicht schaffen solltest oder das nächste Quartal dann schwieriger für dich wird, dann passiert dir aber nichts. Du darfst alle Produkte behalten, die du in deinem Starter-Kit bekommen hast und die du dann auch danach noch bestellt hast. Und dein Konto wird einfach nur auf inaktiv geschaltet und du kannst dich nicht mehr einloggen und nicht mehr von den Rabatten profitieren. Also alles ganz, ganz einfach. Ich würde mich freuen, wenn du dich für das Team Stempelzone entscheidest und in mein kleines, noch kleines, aber feines Team mit einsteigst, wo wir gemeinsam ganz, ganz viel Spaß haben werden. Bis demnächst. Tschüss.